hier rechts von mir ist das ehemalige K-Hotel. Wie man sieht, sitzen ein paar Leute drin. Also das ist heute Patong zum 13.02.2022. Da haben wir schon durchfahren, zeigen wir mal wieder, was los ist. Hier ist die Bangarot. Ja, gibt immer noch die Kontrollen. Man hört es am Lärm, dass wir in der Bangarot sind. Sind eigentlich viele Leute da. Hier stehen wieder die Tuk-Tuks rum. Und ja, da drüben vom Chang Ceylon haben wir hier ein bisschen Markt. Ja, wie gesagt, Patong. Und bin jetzt in der Ratutit Road, also die zweite Straße hinter der Beach Road. Für die, die es nicht wissen, hier ist das Christine Massage, hier Hippie Road daneben. Hier konnte man sich immer gut massieren lassen, ist aber leider auch noch zu. Das ist so ein türkisches Bad. Und ja, die Massageläden haben auf, haben auch genug Personal hier. Aber ja, es sind Leute da, aber es kommt mir ein bisschen weniger vor wie noch vor einer Woche. Kann natürlich auch Deutsch und liegt vielleicht gerade an der Zeit. Na, jetzt ist 6.50 Uhr. Vielleicht war ich sonst das letzte Mal später oder früher unterwegs, keine Ahnung. Ja, hier auf der rechten Seite haben wir das Huders. Auch dünn besiedelt, dünn besucht und daneben ist Rockcafé. Ein paar Leute sind da. Naja, sind schon ein paar Leute. Okay. Dann schauen wir mal später, was da an der Beach Road noch ist. Ja, hier der Markt hat auch wieder auf. Wer meine Videos kennt von noch einem halben Jahr, der weiß ja, dass auf dieser Straße wirklich alles dunkel war bzw. zu war. Ich glaube, eine Massage hat aufgehabt. Sämtliche Hotels, 7-Eleven und so, war alles zu. Der 7-Eleven hat immer noch zu. Aber hier, wie man sieht, die Restaurants haben schon auf wieder und oder auch die Massagen. Das ist die Straße, die jetzt hier zum Strand führt, zum Patong Beach. Geht man in die andere Richtung, würde man nach Katakaron fahren, also am Simon Cabaret vorbei, wenn man in die andere Richtung jetzt fährt. Aber jetzt fahren wir ja, wie gesagt, Richtung Patong Beach Road. Schauen wir mal, was da los ist. Und einen Großteil mache ich dann im Fast Forward. Da brauche ich jetzt ja dann nichts mehr dazu sagen. Weil, ja, nein, dann habt ihr mal einen Eindruck wieder, wie es so ausschaut. Hier rechts ist auch einiges los in den Bars. Beach Road ist natürlich immer mit am meisten los. Schön, das Schild, was sie da gemacht haben, Patong Beach Phuket. Ich glaube, das ist neu, ist schön in so Regenbogenfarben. Weiß nicht, ob man das richtig, ob das gut rauskommt mit dem Video. Und jetzt, okay, schaut es euch an. Schau mal her, da haben wir ein bisschen was zum Essen hier. Salami und Brot, schönes Brot. Ja, tu es mal rüber, bevor die Rattenscheiße runterfällt. Ja. Das haben ja die Ratten angefressen oder irgendwelche Mäuse. Zeig's ja mal. Das hat jemand angefressen, hat einer Hunger gehabt, ja? Oder warst du das, Arturo? Nein. Nicht? Okay. Also der Arturo war es nicht, dann waren es die Ratten. Vielleicht war. Der Uhu! Arturo, der Hamster! Uhu, die Eule!
Also geil, wenn nichts mehr zu... Muss halt was sagen, wir gehen schon zum 7-Eleven, wenn sie hier geschlossen haben. Mm. Mm. Muss da nicht die Koffer anbeißen. Ich hab da drüben noch Bananen. Schaut gut aus. Und hoffentlich noch eine in der Hose. Gelb. Die Banane. Gelb muss es sein, die Banane. Nein, ja, scheiße. Aber ich falle 5. Was soll das sein? Ha, ha, der Uhu genau. Fliegt ja, wieder ab. Dann solltest du 5 mal die 5 machen, ne? Ja, oder 4 mal. 5 ist das Codewort für deinen Schutzengel. Ja, das ist auch gut. Das ist auch okay. Ja, wenn du hast, ja? Wohl dabei. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Fahr vorsichtig, ne? Und? Ha? Der Uhu fährt. Genau, der Uhu fliegt. Abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super, give me 5.